Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prey. In der letzten Folge ist die Illusion im wahrsten Sinne des Wortes zu Bruch gegangen. Wir haben herausgefunden, dass wir tatsächlich Teil eines gewaltigen Täuschungsexperimentes sind und dass dieser Ort, wo immer wir uns hier gerade befinden, meine Vermutung ist, dass wir uns tatsächlich bereits auf Talos 1, Talos 4, wie war es denn jetzt? Auf jeden Fall auf der Raumstation befinden. Von außerirdischen Lebensformen, von so spinnenartigen Viechern. Was war denn das gerade? Ernsthaft, was war das gerade? Habt ihr das auch gehört? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Okay, dann machen wir einfach weiter. So, Notizen. Fertigungsauftrag Nummer 65489. Liefern an Marco Simmons von Fabrikationsabteilung. Bestandsnummer TSNM008X3. Kompletter Bestand fehlerhaft mit Fabrikation besprechen. Marco. Marco Simmons gesperrt. Kein Passwort gefunden. Notiz, Passwort IKOP0876. E-Mails. Erinnerung an die Firmenpolitik im Umgang mit Passwörtern von Daniela Show an Marco Simmons. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. 2.7 Passwortsicherheit. 2.7.1 Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. 2.7.2 Verschicken Sie niemals Passwörter in E-Mails, Transcribe-Gesprächen oder auf anderen Kommunikationswegen. 2.7.3 Notieren Sie niemals Ihr Passwort und hinterlegen Sie es auch nicht in Ihrem Büro. 2.7.4 Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den Verdacht haben, Ihr Passwort könne anderen Personen bekannt sein. Anwender haften für alle Aktivitäten an nicht gemeldeten, kompromittierten Arbeitsterminals. So, dann ein Kommentar zu heute Morgen. Das ist ja an alle Mitarbeiter, das werden wir noch häufiger sehen, denke ich. Und misslungene Installation? Simmons. Die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Alex. Okay, der heutige Test ist also nicht so verlaufen. Wie das normalerweise passiert. Normalerweise läuft das alles etwas besser, scheint mir. Wie kriege ich denn jetzt diesen Code raus? Das ärgert mich total, dass ich... Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das gewesen sein könnte. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Wir merken uns diese Stelle mal. Dass wir später vielleicht backtracken können. Klar, dass der Aufzug nicht fährt. Dann das Dach ja direkt hier. Ja, guckt euch das an. Diese Penner. Aber sind es wirklich noch Penner, wenn wir quasi einverstanden waren mit dieser ganzen Aktion?
Explosivkanister, nee, da schlage ich nicht drauf ein. Besser ist das. Okay. Alter. Okay, das ist krass. Komme ich da oben auch irgendwie hin? Ich will noch mal. Also hier ist ja alles beschädigt. Hier ändert sich ja nichts, ne? Dieser blöde Tresor, ey, das kann doch nicht. Der muss sich doch irgendwie öffnen lassen, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ärgert mich total, dass ich den nicht aufkriege. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, wir haben hier mehr als genug Zeit verplempert. Wir wollen ja mal richtig was vom Spiel sehen auch. Alles eine einzige große Verarsche. Das kennen wir auch schon. Nein, in die Testkammer kommen wir nicht rein. Aber dahin. Blue Screen of Death, oh weia. Kommentar zu heute Morgen, gut, das kennen wir schon. Was haben wir denn hier für Programme? Szenenauswahl. Autorisierte Szenenübergangszeiten sind, wenn sich Testperson MU im Aufzug befindet, Wartungsarbeiten zwischen Testläufen. Melden Sie technische Probleme unverzüglich Dr. Sylvain Bellamy. Okay. Das ist der Szenenwechsel, den wir tatsächlich auch mit dem Aufzug bedienen können. Ist die Frage, wieso gibt es diese Taste hier überhaupt nochmal? So, und Testverwaltung. Setzen Sie Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. Betroffene Testräume A, B und C. Ich habe ihn gesehen. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Mimics. Zwei Tassen, das ist mir schon mal suspekt. Scheiße, der kann da raus. Ja, was ist denn nun? Kommst du? Ich will mich jetzt mal mit dir anlegen. Okay. Nichts im Inventar. Habt ihr gesehen, mir wurde gerade angezeigt, wie viel Schaden ich gemacht habe. Interessant. Aber auch etwas irritierend. Das stelle ich mal ab. Das hatte ich hier irgendwo. Trefferschaden. So. Das brauchen wir nicht.
Aber auch so zurecht. Okay, hier sind die ganzen Testräume. A, B, C und D. Da noch welche Unterlagen liegen. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal E-Mails. Morgens Verhalten. Nach Morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit Morgan erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgan, wie erwartet, alles über den vorigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests, bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Ist das das, wo ich mit dem Stuhl geschmissen habe? Was bringt mir zerknittertes Papier? Das hat einen gewissen Materialwert, einen organischen, würde ich mal vermuten. Okay, Gesundheit wiederherstellen, mache ich einfach mal. Stehen alle fünf her, ne? Wie kann ich ihn benutzen? Ah. So. Wieder auf 100 Gesundheit. Ich bin ein bisschen unruhig. Ich rechne jederzeit damit, dass hier noch ein Mimik auftaucht. Transcribe Marcus Simmons. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Okay, den kennen wir schon. Das haben wir tatsächlich schon gehört. Und hier kommen wir das erste Mal in Areale, die wir tatsächlich noch nicht vorher betreten haben und wir haben immer noch keinen Code für diesen blöden Safe. Und ich vermute, bis wir den gefunden haben, habe ich diesen Safe auch vergessen. Ich höre schon wieder einen Mimik. Da irgendwo. Aber das ist der, den wir schon unten gesehen haben, oder? Glaub ich, du. Das habe ich gesehen. Das habe ich echt gesehen. Von Organ. Das nehmen wir mal mit. Nekropsie benötigt. Was ist Nekropsie? Und was mache ich mit einem Typhon-Organ? Typhon-Organe enthalten exotisches Material, das der Herstellung von Neuromods dient. Ich habe mir quasi diese Viecher ins Auge gespritzt. Ernsthaft? Nein, nicht Grete. Wieso kann ich die Leiche jetzt mitnehmen hier? Welchen Sinn hat das? Vor allem, woher weiß ich denn bitte schön, dass das da mal Grete war? Was ist das für eine Ansicht hier? So. Nee, ist kein Namensschild. Okay, ich dachte schon, dass wir vielleicht das Namensschild gelesen haben. Okay. Okay. Mimics kriege ich inzwischen ganz gut klein. Wenn sie mich nicht überraschen.
Tatsächlich sogar ohne Schaden zu nehmen. Da will ich rein, das will ich haben. Und zwar alles wieder nur irgendwelche ekelhaften Ersatzteile, aber aua. Was ich habe, habe ich. Energie, Looking Glass, an. Simulationsszene. Dach von Echelon, bitte. Jetzt haben wir keinen Zugang mehr dahin, ne? Okay, lass uns mal beim Transstar. Ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal. Ich gehe da sowieso nicht wieder hin zurück. Was war denn das gerade schon wieder? Hier sind immer komische Geräusche. Einmal dekontaminieren, bitte. Ui! Weg damit! Okay. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Okay. Ist das dein Ernst? Sie sind doch hier in diese Richtung. Einer ist doch hier in diese Richtung gelaufen. Wo ist der hin? Biologisch gefährliche Abfälle hat jemand im Schrank aufbewahrt. Klar, mache ich auch immer. Ich nenne diesen Schrank liebevoll Kühlschrank. Anzug, Reparaturkit und Ersatzteile. Klar, nehmen wir mit. Warum nicht? Da ist auch ein Mimik hingesprungen. Schnellauswahl. Mit der Schnellauswahl kannst du schnell zwischen Waffen und Kräften wechseln. Weise der Schnellauswahl Waffen und Kräfte zu, indem du diese in deinem Inventar anwählst und anschließend Dreieck drückst, um das Zuweisen-Menü aufzurufen. Triff eine Auswahl im Favoritenrad und verwende dann Steuerkreuz links, Steuerkreuz rechts oder Steuerkreuz unten. Das sortieren wir mal automatisch. So sieht das doch schon schön aus. Ich lasse es einfach mal so. Okay, weiter. Mike Turner ist out. Marco Simmons im Neuromod Install. Evelyn McCarthy im Observation. Looking Glass Technician Grete Mickelson und Hydraulik Engineer Misha Lazarev haben es nicht geschafft, meine ich. Die haben wir schon gefunden, ne? Wieder E-Mails zu lesen. Ach, den Aktenschrank kann ich tragen. Klar. Nee, meine ich. Tests nächste Woche. Hallo Jovan. Wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen und zwar folgendermaßen. Raum A, Wirkungsbereich. Raum B, Nachahmer. Raum C, geisterhafte Fernwirkung.
Simmons, sagen Sie bitte Bescheid, wenn es Änderungen gibt. Sylvain Bellamy. Mir kommt gerade noch eine Idee. Ja, ich habe ja am Anfang schon diese Überlegungen gehabt, von wegen, dass die uns testen mit diesen simplen Blödsinnstests. Aber wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt und mit diesen Informationen über die Typhons, über die Mimikry zum Beispiel, könnte man jetzt neuromod-technisch auch einfach überlegen, die Kisten aus dem Wirkungsbereich entfernen. Klar, das kam uns total doof vor, weil wir haben sie genommen und da aus dem Kreis geholt und haben uns gedacht, was soll der Mist? Aber genauso gut hätten sie natürlich auch von uns erwarten können, dass wir Telekinese benutzen, um die da rauszuholen. Und als wir uns in dem Raum verstecken sollten, wie so ein Mimikry quasi in so einen Stuhl verwandeln, weil da stand ja einer zum Nachahmen, wenn ich jetzt hier lese, Nachahmer, ne? Und Raum C, drücken Sie so schnell wie möglich den Knopf, das kann auch wieder in Richtung Telekinese gehen oder sowas in der Art. Also vielleicht waren die Tests doch nicht so stumpfsinnig und so, den haben wir konstruiert, wie zunächst gedacht. Dringend. Hey. Ich glaube, Bellamy hat Daten zur Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Marco Simmons. Und wir haben eine erste Quest erhalten, die hier wahrscheinlich auch aufgeführt wird. Optional, der Schlüssel der Leiche. Suche im Traumazentrum nach Bellamys Leiche. Müssen wir uns im Hinterkopf behalten für, wenn wir denn dann tatsächlich das Traumazentrum mal erreichen sollten. Jetzt müssen wir uns ja sowieso erstmal prinzipiell hier umsehen und in diesem Zimmer stinkt es nach nassem Hund. Das könnte an den nassen Hunden liegen, die hier sitzen. Ich traue gar nichts mehr. Hier. Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst oder einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Habe ich schon gesagt, dass das ein sehr umfangreiches Spiel werden wird? Ich meine, ich höre da was. Da ist Bellamy. Ja. Mir war doch so. So, da ist Bellamys Labor übrigens. Oder Büro oder irgendwas. Stand-up-Notizen. Test am 24.03. Test neu anordnen. Lucia auf Beobachtung. Siehe Bellamy. Tests zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen vor Test begrüßen. Hat er ja auch gemacht. Okay, ich höre noch einen. Ah, guckt mal. Am letzten Tag haben wir alle Tests nicht bestanden. Ich höre doch hier... schon wieder so ein Mistvieh rumkriechen. So, das waren drei. Insgesamt hatten wir vier. Insgesamt waren es vier. Mimix. Bananenschale. Nehme ich. Natürlich, nehme ich mit. Nehme ich erstmal alles mit. Dann gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch finden. Da habe ich noch schon mal eine Schlüsselkarte gefunden. Das ist die Schlüsselkarte zu der Tür, bestimmt, was wir gerade gehört haben, von wegen. Gibt verschiedene Wege, so eine Tür zu öffnen.
Testergebnisse, Dr. Bellamy. Hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest, und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingefügt. Sie planen Ihren Urlaub, besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus, etwas Neues. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Da ist wechseln, nichts tun, den dickleibigen Mann stoßen. Jo, das ist unser Test. Tägliche Tests. Dr. Bellamy. Mittlerweile, das kennen wir schon. Kommen meine Leute zu dir? Syl. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten, aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex darauf ansprechen. Matthias Kohl. Okay, Paranoia und Angst breiten sich aus. Was in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier unter anderem die Mimik untersucht haben, jetzt nicht weiter überraschend ist. Okay, da kann ich meine Lebensenergie wieder auffrischen, aber das dauert. Das dauert. Ich mach's nebenbei trotzdem, während wir uns hier weiter umsehen. Hier im Aktenschrank ist nichts weiter. Was ist denn das? Hä? Komisches Symbol, okay. Hat er hier eben irgendwas gesehen? Hier, E-Mail. Frage zur Simulation. Hallo Alice. Ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbildung zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der Sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird Ihr Gehirn auf den Stand vor der Installation zurückgesetzt. Sie wollten, dass Morgans Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden. Daher auch die Wohnungssimulation. Die Hughes haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher mal wegen des Mittagessens, Simmons. Ah, okay, das ist also der Grund, warum wir hier immer wieder die gleichen, das gleiche Szenario abspielen. Und hier fehlt uns ein Passwort. Vielleicht finden wir das ja hier noch irgendwo. Ausschließen will ich es nicht. So, wenn die so großkotzig sagen, dass man auch andere Wege finden kann, würde mich ja jetzt mal interessieren, welchen anderen Weg es hier eventuell durch die Tür gäbe. Aber tatsächlich finde ich keinen. Ich trinke wie ein Loch hier. Okay, ich nehme die Blumen mit. Wenn das geht, dann mache ich das. Wenn das geht, dann nehme ich das Zeug natürlich mit. Eine Gießkanne, sehr schön. Aber mehr Blumen gibt es hier nicht, oder? Und ich weiß immer noch nicht, wie wir diesen verdammten Safe aufkriegen. Okay.
Ich würde spontan an dieser Stelle mal sagen, das war Prey für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.